herzlich willkommen zum Weihnachtsspecial aus dem Lobpreishaus. Ich begrüße euch, alle Großen und Kleinen. Ihr könnt mir in den Chat schreiben und mir zurückwinken sozusagen mit einem Gruß. Ich kann den jetzt hier sogar sehen. Hallo Gunther, hallo zusammen. Schön, dass du eingeschaltet hast zum Weihnachtsspecial aus dem Lobpreishaus. Und ihr wundert euch sicherlich, warum ich in so einer lustigen Verkleidung komme. Das ist ganz einfach, weil zuallererst denkt man sofort irgendwie an Weihnachten. Und Weihnachten geht, das haben wir festgestellt, als wir vor einer Woche so einen Weihnachtsgottesdienst hatten, bei uns sehr viel um Kopfbedeckung. Unter anderem auch um diese Kopfbedeckung. Aber auch um sehr viel andere. Ihr habt die Krippe schon die ganze Zeit gesehen. Und dazu erzähle ich euch jetzt ganz kurz was. Nehme ich mal diese Kopfbedeckung. Nee, das geht nicht. Kann ich nicht abnehmen. Da seht ihr ja, dass der Bart nicht echt ist. Wir machen das mal so. Du bleibst hier mit der Kamera und ich gehe ganz kurz aus der Kamera raus. So. No. So, zum Beispiel. Also an der Krippe haben sich ja eine ganze Menge Leute dann versammelt. Unter anderem die Hirten, die mit Hirtenhüten zu der Krippe kamen. Die Hirten damals, die Menschen sozusagen, die am verachtetsten waren in der Gesellschaft damals, die stanken, die hässlich irgendwie waren, die sich nicht gewaschen haben, die ganze Zeit mit den Tieren zusammenlebten. Und sie waren eine der ersten, die Jesus mit begrüßen durften, wie zum Beispiel auch dieser Seemann hier. Aber es waren auch noch andere Leute dort. Na gut, das trifft es euch gar nicht. Also das, dann kennt ihr sicher die drei Weisen, oder ob es drei waren, wissen wir nicht genau, aber die Weisen, die vor der Krippe kamen, das waren die Studierten aus Morgenland, vielleicht hatten die auch so eine Kopfbedeckung auf. Kann ja durchaus sein. Oder vielleicht fühlt sich der ein oder andere von euch angesprochen, der großer Deutschland-Fan ist und ab und zu so eine Kopfbedeckung aufhat. Wenn Deutschland spielt zur WM oder EM, dann haben wir auch immer die verrücktesten Kopfbedeckungen hier auf dem Hof auf, die in diesen Farben sind. Und auch die sind zur Krippe gekommen. Die Studierten aus dem Morgenland, sozusagen für mich irgendwie symbolisiert, von den Hirten bis zu den Weisen, bis zu den Studiertesten, den schlauesten Leuten, die in den Sternen gesehen haben, hier ist ein König geboren. Und auch diese sind zur Krippe gekommen. Schauen wir mal, was ich noch hier habe. Ah ja, ganz besonders. Auch die, alle mit dem Sommerhut, sind zur Krippe gekommen. Und jetzt stelle ich euch mal ganz kurz die Band vor, die heute Abend mitspielt. Der Nathanael, der hat auch sein Cappy mitgebracht. Genau. Nathanael ist hin und her geschwankt zwischen, ob er die Kapuze aufsetzt oder sein Cappy. Und er hat beides mitgebracht. Genau, auch du kannst so zur Krippe kommen sozusagen. Ich darf auch den Mann. Das ist auch so, ja. Genau. Dann haben wir den Daniel am Schlagzeug. Genau, die... Auch damals, Jesus war ja Jude und ist in dieses Volk der Juden, was? Genau, das ist eine Kippa, wie die Juden sie aufhaben. Auch die sind zur Krippe gekommen. Und dort am Klavier, das ist heute unser Special Guest, der Emanuel, der hatte gar keine Mütze mit, deswegen habe ich ihm meinen Sommerhut auf den Kopf gesetzt sozusagen. Und der Emanuel ist der große Bruder vom Nathanael und dem Daniel. Und ich habe heute sozusagen die Ehre, wieder mit drei Brüdern Musik zu machen, wie schon so oft in meinem Leben. So wie früher, genau. Schön, dass du da bist, Emanuel. Schön, dass ich da sein darf. Genau. Und man muss dazu sagen, wir haben den Emanuel nicht ohne Grund für dieses Weihnachtsspecial angefragt. Emanuel ist ein sehr, sehr guter Pianist und er hat diese ganzen Lieder auch rausgesucht, die wir heute Abend spielen werden zu diesem Weihnachtsspecial. Und genau, vielleicht willst du dafür ganz kurz sagen, was du dir gedacht hast bei der Liedauswahl. Ja, Weihnachten ist das Fest der Freude, deswegen geht es dann auch gleich los mit dem Lied Freue dich Welt, denn die Freude ist uns Christen ja ins Herz geschrieben durch Jesu Geburt. Und und dann wollen wir uns auf den Weg zur Krippe machen. Ich habe die Lieder eigentlich so ein Stück weit auch ausgesucht, dass wir uns auf den Weg zum Stall machen und Jesus anbeten. Cool. Und ihr werdet es merken, viele Lieder werdet ihr kennen. Es sind auch Lieder, die schon sehr, sehr alt sind. Und wir waren wieder vor uns in der Probe auch begeistert, was für starke Texte dort drin sind, was für eine Anbetung Gottes.
Aber ich stelle erstmal noch zu Ende vor. Am Ton ist der Samuel, der hat auch wie immer sein Basscap auf. Das seht ihr jetzt gerade nicht. An den Texten ist der Marcel, unterstützt von der Ellie, die den ein bisschen coacht. Und am Videoschnitt ist der Timon, mein Sohn. Und an der Kamera heute ist der Joshua. Das ist der Joel. Oh, Entschuldigung. Joshua ist draußen und malt. Unsere Kinder malen vor der Tour. Der Joel, das ist der Sohn von Emanuel. Und dem haben wir heute gleich mal die Kamera in die Hand gedrückt, die ab und zu ein bisschen zu bewegen. Und ich habe jetzt gerade meine Mütze aufgesetzt, mit der ich im Moment vor die Krippe komme. Ich war mit meiner Familie am Wochenende auch mal auf dem Altmarkt, wo die Krippe wieder aufgebaut ist. Diese wunderschöne Krippe. Mit Jesus, Maria, den drei Königen, den Hirten. Und ein was ist mir im Vorgebet gekommen, was ich euch gerne mitgeben will. Ich habe mich für Jesus ganz neu entschieden, als ich 17 Jahre alt war. Und vorher war ich eigentlich immer regelmäßig einmal im Gottesdienst, nämlich genau zu Weihnachten. Und ich war fasziniert, als ich 17 war und quasi mit Gott unterwegs war, wie klar die Botschaft dort verkündet wird an diesem Abend. Wie klar der Pfarrer davon sprach, dass Jesus geboren ist. Und dass damit nicht nur irgendwie ein Kind geboren ist, mit dem wir Weihnachten feiern, sondern dass damit die Errettung der Welt zusammenhängt, die da bis dahin, dass Jesus wiederkommen wird. Wir wissen nicht wann, aber er wird wiederkommen. Das heißt, der große Heilsplan Gottes ist in diesem Baby Realität geworden. Und ich habe das echt dann erst später verstanden, dachte mir, wow, so eine krasse Botschaft, die heute Abend verkündet wird. Und die Kirche ist voll und so viele Leute dürfen das hören. Und ich habe mich selbst gefragt, wieso habe ich das, als ich 13, 14 war, noch gar nicht so verstanden? Vielleicht war ich einfach zu aufgeregt wegen der Geschenke, die es kurz danach gab. Das wäre natürlich eine Begründung. Oder von dem Krippenspiel, von der ganzen Atmosphäre. Aber ich möchte dich ermutigen, heute Abend, wenn wir in diese Lieder gehen, die machen ja mit uns was, mit unseren Herzen, mit dem, was wir mit Weihnachten verbinden. Ganz neu Jesus da drin zu suchen, auch in diesen Liedern und in den Texten. Und ganz neu Jesus zu dir sprechen zu lassen und Offenbarung von ihm zu erwarten, dass es ganz neu begreiflich macht, was da an Weihnachten passiert ist für dich. Vielleicht hast du Weihnachten vor dir, wo du ein bisschen Familie triffst. Ist ja in diesen Zeiten nicht so einfach, jeden zu treffen. Vielleicht hast du auch ein bisschen Angst oder Respekt vor Weihnachten, weil es eine einsame Zeit ist für dich. Und all das kennt Jesus. Und bei jedem ist er zu Hause. Jesus, danke, dass du gekommen bist, dass du Mensch geworden bist in dieser Krippe damals. Und wir wollen das feiern. Wir wollen dich hoch erheben an diesem Abend. Wir wollen dich anbeten. Und ich bete, dass du ganz neu auch Dinge offenbarst, in auch Dingen, die wir schon lange kennen, in Liedern und Texten, die wir schon lange singen. Aber dass sie neu zu uns sprechen und neu zu jedem, der heute hier einschaut. Oder vielleicht schaust du das auch später an, über Weihnachten, das ist eine sehr, sehr gute Idee, dann zu dem Zeitpunkt, an dem du dir das im Internet noch anschaust. Danke, Jesus, dass du da bist und dass du reden willst zu uns und zu jedem, der zuschaut. Amen. Thank you.
dein König nah. Spruch für diese Woche heißt es: Freuet euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch: Freuet euch, der Herr ist nahe. Und das ist ein Wort an uns, an euch, dass wir uns wirklich freuen dürfen, dass Jesus kommt, dass er kommt. Er ist vor 2000 Jahren gekommen, geboren auf diese Welt als Mensch, und er wird wiederkommen, um diese Welt zu, ja, gerecht, in dieser Welt Gerechtigkeit zu schaffen. Ja, und wie können wir haben vorhin schon gesagt, dass wir uns auf den Weg machen wollen zur Krippe. Und das hat auch was damit zu tun, dass wir ihn einlassen, dass wir ihn reinlassen. Im Psalm 24 heißt es: Mach die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der herrliche König einziehe. Wer ist der herrliche König? Es ist der Herr. Stark und mächtig ist der Herr. Der Herr mächtig im Kampf. Mach die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König einziehe. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr Zebaoth. Es ist der herrliche König. Ja, wir wollen gemeinsam das Lied auch singen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Und ich weiß nicht, wie ihr Gäste begrüßt oder auf welche Gäste ihr euch freut. Normalerweise ist das so, dass der Gast an der Tür klingelt. Und dann steht man auf und geht zur Tür und öffnet die Tür und lässt ihn rein. Und ja, lass dieses Lied so eine wirklich ganz praktische Einladung sein, die Tür aufzumachen für Jesus. Und das kann man ganz persönlich machen für sich selber. Das heißt ja in der letzten Strophe auch: Komm, o mein Heiland Jesus Christ, mein Herzenstür, die offen ist. Aber wir können es auch singen für unser Land: O wohl dem Land, o wohl der Stadt, die diesen König bei sich hat. Wir wollen uns auf den Weg machen und die Tür für Jesus aufmachen. Macht hoch die Tür, die Tor. Der Heil und Leben mit.
Flügeln des Windes, auf den Wolken kommt er. In Gestalt deines Kindes kommt der Herr. Er kam als der Erlöser, er kommt in unsere Zeit. Er wird kommen in großer Herrlichkeit. Auf den Flügeln des Windes, auf den Wolken kommt er. In Gestalt eines Kindes kommt der Herr. Er kam als der Erlöser, er kommt in unsere Zeit. Er wird kommen in großer Herrlichkeit. Er kommt durch die Zeit, macht euch auf, seid bereit. Er kommt in die Nacht, findet jeden, der wacht. Er kommt in die Welt und er schlägt auf sein Zelt und er ort. Ehre sei Gott in der Höhe, er steigt hinab in die Tiefe. Ehre sei Gott, der uns seinen Frieden bringt. Ehre sei Gott in der Höhe, er steigt hinab in die Tiefe. Ehre sei Gott, der uns seinen Frieden bringt. Er wohnt, wo man ihn einlässt, vor der Tür klopft er an. Wo man ihn, den Herrn, sein lässt, kommt er an. Er will uns Leben geben, wie einmal, wie ein Fest. Und das Brot dieses Lebens ist er selbst. Er wohnt, wo man ihn einlässt, vor der Tür klopft er an. Wo man ihn, den Herrn, sein lässt, klopft er an. Er will uns Leben geben, wie einmal, wie ein Fest. Etwas Brot dieses Lebens ist er selbst. Er kommt durch die Zeit, macht euch auf, seid bereit. Er kommt durch die Nacht, findet jeden, der wacht. Er kommt die Welt und er schlägt sein Zelt und er ohrt. Ehre sei Gott in der Höhe, er kommt hinab in die Tiefe. Ehre sei Gott, der uns seinen Frieden bringt. Ehre sei Gott in der Höhe, er steigt hinab in die Tiefe. Ehre sei Gott, oh.
dieser Jubelsang will nun endlich Frieden werden, dass wir warten still und warm. Das Wunder, das geschah, heute will sich der Himmel teilen, Gott wird Mensch, Halleluja. Als die Engel den Hirten erschienen auf dem Feld, hat der Engel ja zu den Hirten gesagt, die sie erschrocken haben, fürchtet euch nicht, denn ich bringe euch eine gute Nachricht, die allem Volk widerfahren ist, denn euch ist heute der Retter geboren in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet den Herrn, den Messias, daran erkennen, dass es ein Kind ist, das in einer Krippe liegt und in Windeln gewickelt ist. Und dann kamen die Engel, und wir haben es gerade gesungen, Gloria in excelsis Deo, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden den Menschen auf Erden. Also wir brauchen keine Angst haben, wenn wir in den Stall kommen zu Jesus. Er freut sich, wenn wir kommen. Mensch, Immanuel
der Heiland ist geboren. Wer an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern für immer bei ihm sein. Jeder soll die frohe Botschaft hören, Jesus, der Heiland, Immanuel, er ist mit uns.
Herren, singt die Engelchöre, frohlocket, ihr Seligen. Ehre sei Gott im Himmel und auf Erden, und lasset unser Beten, oh, lasset unser Beten, oh, lasset unser Beten, den König. Ja, dir, der du heute Mensch für uns geboren, Herr Jesus, sei Ehre und Preis und Ruhm. Ihr fleischgewordenes Wort des ewigen Vaters, o lasset uns danke, Jesus, dass du jeden einlädst, dass es niemand gibt, der nicht zu dir kommen darf. Weder klein noch groß. Egal in welchem inneren Zustand du bist, ob voll Feuer, ob voll Freude, ob voll Verzweiflung, voll Trauer, voll Ungewissheit oder voller Zuversicht. Jesus ist für jeden von uns gekommen. Jesus ist für dich gekommen. Er hat das Risiko auf sich genommen, vom Thron des Papas zu uns herzukommen. Als kleiner Mensch, als Baby geboren zu werden, das hätte er alles nicht machen müssen, alle Schmerzen ertragen müssen. Aber tat es für dich, weil du es wert bist. Weil du es wert bist. Jeder Einzelne, jeden Einzelnen sieht er. Du bist nicht einer von vielen, sondern du bist der, den Gott wollte. Dein Gott des Universums setzt jeden Stern ans Himmelszelt. Du bist ein Gott der weiten Ferne und trotzdem bist du uns ganz nah. Yeshua, Licht der Welt, treuer Freund, starker Held, Yeshua, Friede Fürst, du bist uns auch jetzt ganz nah. Du bist
ist ein Gott von großer Stärke. Sprichst nur ein Wort und es geschieht. Doch kennst du auch die tiefste Schwäche und darin bist du uns ganz nah. Yeshua, Licht der Welt, dein Gott der ganzen Menschheit. Du warst von Anbeginn der Zeit für immer Alpha und Omega. Und doch bist du uns jetzt ganz nah. Yeshua, Licht der Welt, Todesnacht, du warst.
weil ich nun nichts weiter kann, bleib ich anbetend stehen. Oh, dass mein Sinn ein Abgrund wär und meine Seele ein weites Meer, dass ich dich möchte. Wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Fürchtet euch nicht. Danke, Jesus, dass das für uns gilt, so wie für die Hirten damals, so für uns auch heute. Danke, dass wir uns nicht zu fürchten brauchen vor der Zeit, was auch immer sie bringt, was auch immer die Nachrichten senden oder was auch immer für neueste Erkenntnisse geteilt werden. Danke, dass du uns gerade in diese Zeit hineinrufst. Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude. Und danke, Jesus, dass du unsere Freude bist. Danke, dass du uns das verkündigst. Danke, dass das für uns heute genauso gilt wie vor 2000 Jahren. Dass wir uns weder fürchten müssen, noch irgendwie in Bedrängnis kommen, sondern du sagst uns, nein, du verkündigst uns große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Danke, Jesus, dass diese Freude, die durch Jesus auf die Erde gekommen ist, dass sie auch uns widerfahren wird, dass, wie wir es gesungen haben, sie auch uns widerfahren will. Und so bete ich, Herr, dass du uns jeden Einzelnen zu Hause, aber auch hier eine ganz neue Freude schenkst in diese Zeit hinein. Eine Freude zu feiern, dass du Mensch geworden bist. Nicht nur, um irgendwie dieses kleine Baby zu bleiben, sondern um sich hinzugeben und aufzufahren und gesetzt zu werden, zur Rechten Gottes des Vaters zu erhöht zu werden. Das ist diese große Freude, die uns verkündigt ist. Denn uns ist heute Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr. Danke, Jesus, dass du uns geboren bist und dass das eine Relevanz hat im Heute und Jetzt und in alle Ewigkeit. Danke, Jesus, dass das für jeden Einzelnen von uns gilt. Und ich bete das aus, sowohl die Freude wie auch dieses, dass wir eine persönliche Beziehung zu dir haben können, dass du unser Christus geworden bist, dass du unser Jesus geworden bist. Dieses Baby in der Krippe, das bist du auch für uns. Und das bete ich, dass wir das neu ergreifen, neu erfassen, neu verstehen, was das für eine Freude ist, was das für ein Vorrecht ist, dass du auf diese Welt gekommen bist. Und wir wollen, ich lese noch den 14, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Herr, wir wollen mit einstimmen dieses Lob. Wir wollen mitsingen mit den Engeln. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Herr, wir wollen das in diese Zeit für unsere Familien, für unsere Städte, für unser Land, unsere Länder. Wir wollen das aussingen. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Wir beten das, Herr, gerade in diese Zeit hinein, wo so viel Unruhe ist, wo so viel Durcheinander herrscht in den Herzen, aber auch in den Äußerlichkeiten. Vater, komm du neu mit deinem Frieden. Komm du neu
aus der Höhe mit deinem Frieden auf Erden zu den Menschen deines Wohlgefallens, wie es hier steht. Herr, ich bete das aus, gerade in diese Zeit hinein, wie wir es am Anfang schon hatten. Komm, Herr Jesus, in unsere Herzen. Komm, Herr Jesus, in unsere Häuser. Komm in unser Heim. Komm in unser Heim. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Friede in unseren Familien, Friede in unseren Häusern. Vater, komm auch überall dahin, wo Menschen zu Weihnachten einsam sind, ob das Junge sind oder Alte. Komme du dahin und zeige dich als dieser Jesus ganz neu. Vater, ich bete, dass viele gerade in dieser Zeit einstimmen können in dieses Lob der Engel. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und ich bete, dass wir diese Menschen sind, die Menschen deines Wohlgefallens, zu denen du versprochen hast zu kommen, mit Frieden. Ich bete, dass du kommst und dass wir diese Menschen des Wohlgefallens sind und dass du so in Frieden kommst. Danke, dass du diesen Frieden für uns hast, Jesus. Du hast ihn wirklich für uns. Da, wo wir unruhig sind, da, wo wir nicht zur Ruhe kommen, wo wir uns immer wieder von irgendwas herunterziehen lassen, danke, dass du mit Frieden kommst. Und dein Frieden, der ist übernatürlich, der ist göttlich, der ist nicht erklärbar. Vater, dein Frieden, den gibst du uns. Es ist eine Gnade und ein Geschenk, diesen Frieden zu empfangen. Da, wo wir es schon nicht mehr erhofft haben, da, wo wir es uns schon nicht mehr vorstellen konnten. Danke, dass du diesen Frieden hast. Für unsere Familien, für unsere Stadt, aber auch für unser Land, Herr. Wir beten das auch aus, wie wir es von Anfang an auch gesagt haben, dass wir es so über unser Land singen. So beten wir es auch aus, dass dein Friede kommt über unser Land. Dass dein Friede kommt in alle Bereiche unserer Gesellschaft. Dass dein Friede kommt überall dahin, wo der Feind sein Unwesen treibt und Unfrieden stiftet. Herr, erbarme dich und komme mit deinem göttlichen Frieden. Das ist die Weihnachtsgeschichte. Dass du gekommen bist zu den Menschen deines Wohlgefallens mit Frieden. Schattens geht ein Licht auf. Ja, Jesus, du kommst in die Dunkelheit, du kommst in die Finsternis, in den Stall, da wo es dreckig ist und nicht aufgeräumt oder wo Not ist und Verzweiflung. Ja. Und du kommst als die Hoffnung, als das Licht, als die Zuversicht für einen ganzen, für jeden Menschen, aber auch ganze Völker, Nationen. Du bist doch als das Licht für die Juden gekommen, für das ist dein Volk, bist als der König der Juden, später gekreuzigt worden, aber bist in das Volk der Juden hineingeboren und du kennst auch die Not in diesem Land, in der Nation und auch der Einzelnen, Herr, und wir wollen auch sie segnen, Herr, dass sie dich, das Licht der Welt, erkennen in diesen Tagen, sie zurückkehren zum Gott ihrer Väter. Herr, wir wollen die Juden segnen hier in unserem Land, Dresden, Synagoge, wo sie sich treffen. Und Herr, wir beten, dass du ihnen die Augen öffnest, dass der Messias schon gekommen ist und sie dir auch die Herzenstüren aufmachen und ja, die Fülle erleben dürfen in dir. Herr, und ja, als nächstes steht, du machst den Jubel groß, so wie man sich freut in der Ernte. Wie die Sieger jubeln, wenn sie die Beute teilen. Ja, Herr, wir danken dir, dass wir wirklich Grund zur Freude haben, weil du gekommen bist und kommst heute noch, dass das alles nicht nur Geschichte ist, sondern ja, heute, jetzt wirst du kommen zu uns und heilen oder wiederherstellen, Hoffnung und Zuversicht bringen und ja, ein Weg, wo kein Weg ist, Herr. Du hast das Joch, das auf ihn lastet, den Stecken, der den Rücken schlägt, hast du zerbrochen, wie am Tag Midians.
Damals war das Volk in Knechtschaft und der Gideon hat die Feinde vertrieben und sie mussten nicht mehr unter Knechtschaft leiden. Und so wird es verglichen. Heute, wenn Jesus kommt, dann hört Knechtschaft auf, Herr. Und wir beten, dass in diesen Tagen oder heute, jetzt in dieser Nacht, Knechtschaft aufhört, wo Menschen gefangen sind von Drogen, von Spielsucht, von Alkohol, von Zornausbrüchen, Herr, oder von Depression, von Niedergeschlagenheit. Heute ist der Tag des Heils, weil du kommst, Jesus, weil sie zu dir kommen können und weil sie dir alles hinbringen können. Wir bitten um neues Vertrauen in dich, wo es zerbrochen war oder wo Menschen schon mal versucht haben zu beten und nichts passiert ist, aber wir bitten, dass heute neu Menschen zu dir kommen. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Jesus, so wie du einen Engel gesendet hast, um den Hirten zu begegnen, die vielleicht irgendwie abseits der Gesellschaft standen, so bete ich für diese Weihnachtszeit, dass du deine Engel sendest und deinen Geist und ganz neu Leuten dich offenbarst und in Klarheit ihnen leuchtest. Herr, wir beten, dass für die Tage der Weihnachtszeit, wo Familien feiern und vielleicht ganz abgelenkt sind von lauter Geschenken oder wo Menschen in Einsamkeit sind oder was auch immer ist, Herr, wir beten, dass du deine Engel sendest und dass sie zu ihnen zutreten und dass sie Menschen dein Licht erleuchten, dass sie sich offenbaren, dass sie dich offenbaren, Herr. Wir beten das aus für alle, die einsam sind, dass du ihnen begegnest in diesen Tagen. Wir beten das hinein, Jesus, dass die Krankenhäuser nicht überflutet werden von Leuten, die irgendwie Suizid begehen, weil sie so einsam sind, weil sie in dieser Stunde nicht klarkommen damit. Wir beten das ganz bewusst aus, Herr, komme du mit Leben, komme du mit dieser Engelsbegegnung, wo du den Hirten gesagt hast, fürchte euch nicht, denn ich verkündige euch große Freude. Herr, wir beten das aus, stellvertretend für alle, die das betrifft, die in so einer Notsituation sind, dass du ihnen in diesen Tagen begegnest und dass du ihnen solche göttlichen Begegnungen schenkst, wie sie die Hirten hier hatten und dass du ihnen zutrittst und sagst, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht vor euren eigenen Abgründen. Fürchtet euch nicht vor der Not, die ihr habt. Wir verkündigen euch große Freude, denn euch ist heute der Heiland widerfahren. Vater, begegne du so Menschen, die in Not sind. Wir beten darum, dass du Zeichen und Wunder tust in diese Zeit der Not hinein und viele zu dir ziehst, gerade in diesen Tagen. Wir beten, dass viele sich aufmachen, weil die Engel ihnen es zeigen. Und ob nur im Fernsehen, bei Bibel-TV oder was weiß ich nicht, dass sie auf Momente hingeleitet werden, um dir zu begegnen, um diese Worte zu hören, in welcher Form sie dann immer kommen. Fürchte dich nicht, denn dir ist heute der Heiland geboren. So bist du heute immer noch da, Jesus, und rufst jeden beim Namen. Und das beten wir in diesen Tagen. Komm du hindurch, durch die Finsternis, das strahlt das Licht durch, wie wir es gelesen haben, leuchte du hindurch in die Häuser und die Wohnungen zu den Menschen, die im Finstern wandeln und die in dieser Stunde dieses Licht brauchen. Bewahre sie davor, Herr, sich weh zu tun. Bewahre sie davor, noch tiefer in Finsternis zu fallen. Wir beten da aus, sende deine Engel, sende dein Licht und rette diese Menschen. Also wenn du zu Hause jetzt zuschaust oder auch hier bist, Herr, und so Einsamkeit verspürst, oder Dinge in deinem Leben haben, die gerade hast, die überhaupt nicht gerade so funktionieren, wie du dir das vorstellst. Und als drittes musste ich noch an Leute denken, die so im Weihnachtsstress sind, denn das ist so die andere Seite. Möchte ich dir jetzt einfach kurz eine Minute der Ruhe geben, dein Herz Gott neu hinzuhalten, all das, was wir heute schon gehört haben, unsere Tore aufzumachen, unsere Herzen aufzumachen und neu zu glauben, dass Gott Dinge verändert in unserem Herzen. Dass er Frieden schenkt, dass er Angst wegnimmt, dass er Einsamkeit wegnimmt. Und wenn du so im Trubel bist, dass du vielleicht diesen Moment der Ruhe bekommst, nachdem du dich sehnst. Verschieb's nicht auf morgen oder übermorgen, wird wahrscheinlich dann für dich genau morgen genauso stressig. Sondern nutz jetzt den Moment. Gott, danke, dass du dich offenbaren willst und dass du ein lebendiger Gott bist. Und ich bete, dass du jetzt redest. Thank you.
Ich habe gerade so, vielleicht ist das total neu für dich. Und du hast es auch noch nie gemacht in deinem Leben, nach Jesus zu fragen. Also, dass du irgendwie weißt, dass das mit Weihnachten was zu tun hat. Dann lade ich dich ein, wenn du magst, kurz die Worte mitzusprechen. Mach das ruhig laut bei dir oder leise vor dich hin. Jesus, ich öffne mich dir ganz neu. Jesus, danke, dass du für mich in diese Welt gekommen bist, als Baby, und dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du mir Frieden schenken willst, dass du meine Ängste mir nehmen möchtest, dass bei dir Frieden und Freiheit ist. Und ich entscheide mich neu, mein Herz dir aufzumachen und dich in mein Herz zu lassen. Für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Und wie denn zu ihnen gesagt war. Die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Danke, Jesus, dass du uns begegnest und dass wir umkehren dürfen und dich preisen und loben dürfen für alles, was wir gehört und gesehen haben. Danke, Jesus, dass wir dich preisen dürfen für alles, was wir gehört und gesehen haben. Danke, dass du uns neue Freude geben willst. Ich bete das jetzt ganz bewusst aus in einer Zeit, wo so viel Depression und immer wieder Angst und negative Nachrichten und Botschaften uns berühren und auf uns einstürzen. Vater, ich bete, dass wir neu an diese Krippe gehen und dir begegnen, denn du willst uns begegnen. Wir haben es auch gerade gebetet. Und ich bete, dass du uns so in dieser Zeit, aber auch später so tief begegnest, dass wir wirklich umkehren und dich loben und preisen für das, was wir gesehen haben, wo wir dich gesehen haben, wo wir dich erlebt haben, wo wir gesehen und erlebt und erfahren haben, wie du bist. Denn du bist ein guter Gott. Du hast dich nicht geändert, egal wie die Zeiten waren und sind und kommen werden. Du hast dich nicht geändert. Du bist derselbe, der Anfang und das Ende. Und so bete ich das über uns aus, so wie die Hirten, die umgekehrt sind, dass auch wir umkehren und voller Freude sind, voller neuer Freude, nicht eine künstliche Freude, sondern eine himmlische Freude über die Erkenntnis und das Sehen und Erleben, dass der Herr gut ist und dass er gute Pläne hat über all das, was wir gesehen und erlebt haben. Jesus, so komm du mit deiner Freude in unsere Häuser, in unsere Familien, in jeden Einzelnen hinein. Komm du mit deiner Freude in jede Depression hinein. Komm du mit deiner Freude in jede Hoffnungslosigkeit hinein. Komm du mit deiner Freude in jede Notsituation hinein. Komm du mit deiner Freude überall da hinein, wo Streit ist, wo Entzweiung ist, Herr, wo Menschen aufgrund von Differenzen sich so auseinanderdividiert haben. Komm du rein mit deiner Freude, Herr, komm du mit deiner Freude herein über die Erkenntnis, über das, was wir bei dir gesehen und gefunden haben. So offenbare du dich uns ganz neu, dass wir darüber eine Freude haben, die nur von deinem Geist berührt und hervorgerufen werden kann, weil wir ein Erlebnis mit dir gehabt haben. So wirke du jetzt, Herr, ich bekräftige das auch nochmal, wirke du jetzt und rede du jetzt zu uns, dass wir zu diesem Erlebnis kommen, an der Krippe zu sein, dass wir zu diesem Schauen deiner selbst kommen, zu deiner Berührung durch deinen Geist. Schenke das jeden Einzelnen jetzt in diesem Moment, sodass wir allen Grund haben, zu Weihnachten dich zu loben und zu preisen. Ja, du machst den Jubel groß. Du vermehrst die Freude, du machst den Jubel groß. Wenn sich freut in der Ernte. Ja, Jesus, weil der Grund ist, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt ihn wunderbarer Rat, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Und seine Herrschaft wird kein Ende haben und sein Frieden. Und auf dem Thron Davids wird sein Königreich gegründet sein. Jesus, das ist der Grund unserer Freude, dass du das Kind geboren bist und dass du
ja, nicht ein Kind geblieben bist, sondern Mensch geworden bist und für uns gestorben bist und dass du sogar wiederkommen willst und dass wir Zuflucht haben bei dir, dem alten, dem großen Gott, dem ewigen Gott. Ich habe hier diesen Gebetsschal mitgebracht, damit tun die Juden ihren Kopf bedecken, wenn sie beten. Und ich habe in diesem Jahr gelernt, dass gibt ja dieses Wort Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Oder da war diese Frau in der Bibel, die oder in Israel, die Jesus nur sein Gewand anrühren wollte, um gesund zu werden. Und ich habe gelernt, dass mit dem Gewand eigentlich diese Zipfel hier unten gemeint sind. Also eigentlich heißt es Zuflucht wirst du unterhaben unter diesen, das heißt Tzitzit auf Hebräisch. Also du wirst Zuflucht haben unter diesem Schal, unter diesem Mantel Gottes und so. Und ich finde das so ein schönes Bild, weil ich bin auch eine Mutter, habe Kinder und komme so Zuflucht zu suchen, also vor allem, wenn sie klein sind. Ne? Aber wir können so Zuflucht suchen bei diesem ewigen Gott. Seine Arme sind offen und ja, er hat uns seinen Sohn gesandt, damit wir nicht verloren gehen, damit wir nicht herumwandern müssen in der Wüste, keine Heimat haben, sondern wir eben eine Heimat haben. Es gibt auch den Vers, dass wir jubeln können im Schatten seiner Flügel. Und ja, diesen Jubel wollen wir wirklich erwarten, Herr, wenn du kommst in die Leben von Menschen hier unter uns, Herr. Wir danken dir, dass du immer wieder diesen Jubel freisetzt, schon auf das, was kommen wird, Herr. Wenn du selber wieder auf der Erde sein wirst, wenn wir ja, dich von Angesicht zu Angesicht mal sehen werden, Herr. Herr, und wir danken dir, dass wir deswegen auch keine Angst vor dem Tod haben müssen und oder vor Krankheit und vor Gefahr oder vor ja, veränderter Lebensumstände, sondern wir können jubeln im Schatten deiner Flügel, Herr. Und dafür danken wir dir, Jesus. Jesus, ich will das nochmal bestärken, dieses Wort der Engel, fürchtet euch nicht. Denn sie wussten um der Dimension der Zeit, die angebrochen ist, nämlich die Zeit der Gnade, Barmherzigkeit und Errettung. Und in der Zeit, wo so viel Angst vorherrscht und das auch immer wieder uns Christen beeinflusst, will ich das nochmal ausrufen. Vater, fürchte dich nicht für jeden Einzelnen von uns, dass wir uns nicht zu fürchten brauchen, egal was noch kommen wird oder nicht kommen wird. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, denn du bist unsere Zuflucht und du bist gekommen, das feiern wir, das ist schon passiert und du bist ans Kreuz gegangen, auch das feiern wir, das ist schon alles vollbracht. Es gibt keinen Grund mehr, dass wir uns eigentlich zu fürchten brauchen. Und deswegen bete ich das nochmal neu aus in diese Zeit hinein, dass wir keine Angst haben brauchen, dass wir dem Ruf der Engel folgen, die sagen, fürchtet euch nicht, denn euch ist der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr. Danke Jesus, dass das die Wahrheit und die Realität ist, nicht all die anderen Dinge, die uns irgendwie eine traurige Zukunft voraussagen. Nee, Herr, das ist die Wahrheit, die in deinem Wort steht. Fürchte euch nicht, denn euch, siehe, ich verkünde euch große Freude, denn euch ist heute der Heiland geboren. Danke, Jesus, dass das gestern und heute und übermorgen immer noch genauso gilt, dass wir uns nicht zu fürchten brauchen, dass es eine große Freude ist, dass du für uns gekommen bist und dass du es vollendet hast am Kreuz mit deinem Tod und deiner Auferstehung und dem Sieg über alle Finsternis, über alle Krankheit, über allen Mangel, über allen Tod. Herr, du hast gesiegt. Das ist die ganze Geschichte. Und deswegen rufst du uns zu, fürchtet euch nicht, denn ich verkündige euch große Freude. Es ist vollbracht und das bete ich aus in unsere Herzen. Ich rufe es uns zu im Geist, dass wir uns nicht mehr fürchten, sondern dass wir das ergreifen können, dass nichts, das uns rauben kann und nichts, das uns ablenken kann. Dieses fürchtet dich nicht, denn euch ist große Freude verkündigt, nämlich Christus der Herr, der unser Leben komplett verändert und wir voller Zuversicht in jeden Tag gehen können, selbst wenn unser Inneres manchmal verrückt spielt. Wir dürfen uns das zurufen, fürchte dich nicht, denn uns ist großes Heil widerfahren. Danke, Jesus, dafür. Danke, Jesus, dafür, dass uns dieses Heil widerfahren ist. Danke, dass wir uns immer wieder ermutigen dürfen und immer wieder zurufen dürfen, dass das die Wahrheit ist, dass wir uns nicht zu fürchten brauchen, denn es ist eine große Freude, dass uns dieses Heiland, dieses Heil durch dich widerfahren ist. Darum fürchte ich nicht. Darum fürchte dich nicht. Darum fürchte ich nicht. Darum fürchte ich nicht. Fürchte dich nicht. Darum fürchte ich nicht. Darum fürchte ich nicht. Fürchte dich. Ich fürchte mich nicht.
Gottes, gießt du eine große Freude aus über dieses, dass wir uns nicht fürchten müssen. Gieß eine große Freude aus, Herr. Schenke eine Lachsalbung oder was auch immer. Schenke eine große Freude, Jesus, die auch so heilend ist und die die Angst und die Furcht vertreibt. Schenke eine große Freude, so wie sie die Hirten erlebt haben, die erst erschrocken waren und dann hingegangen sind und dann voller Freude war, zu sehen, dass es vollbracht ist, zu sehen, dass es wahr ist. So komm du mit einer neuen großen Freude jetzt über jeden Einzelnen von uns im Namen Jesu. Kamen ja auch noch die Könige an den Stall, in die Krippe. Siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und über dem Ort stillstand, wo das Kindlein war. Und als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Und sie fielen nieder, beteten es an, taten ihre Schätze auf und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Ja, Herr, es ist eine Freude, zu dir zu kommen. Wir danken dir, dass du Menschen rufst von allen Nationen, zu dir zu kommen und dich anzubeten. Herr, wir danken dir, dass diese Männer es schon lange vorher begriffen hatten und sich aufgemacht haben zu dir. Und wir beten, dass viele aus vielen Nationen dieses Wunder von Weihnachten heute in diesen Tagen erkennen und sich aufmachen zu dir und dich anbeten, Herr, und dir geben, was sie haben. Ja, Herr, wir wollen dir bringen, was wir haben, unsere Herzen, unseren Besitz, ja, unsere Familien. Aber wir bringen dir auch unsere Not und den Mangel, Gott. Und wir danken dir, dass du gesagt hast, wir können, du wirst ihn ausfüllen. Aber am meisten wünschst du dir unsere Herzen und unsere Anbetung, und das wollen wir dir gerne geben, Herr. Ja, so lasst uns wirklich in diesen Jubel mit einstimmen, in diese Freude, wie sie die Hirten und die Weisen hatten, in dieses Lob, dass uns der Heiland geboren wurde und dass wir das feiern dürfen, immer wieder neu, und dass Jesus so auch bei uns einkehren und reinkommen will. Danke, Jesus, dass du uns das schenken willst und dass du uns das schenkst. Und danke, dass wir ja auch lernen dürfen, davon nicht abzulassen und uns dem immer wieder neu ja, auszurichten, dass wir die Freude empfangen und behalten dürfen, die Freude über die Errettung, dass uns der Heiland geboren wurde oder geboren ist. Danke, Jesus, für diese unendliche Freude.
Weihnachtsgeschichte gibt es einen vielleicht etwas unbekannteren Teil, nämlich als Jesus mit seinen Eltern oder von seinen Eltern nach Jerusalem in den Tempel gebracht wird nach 8 Tagen. Weil es nach dem Gesetz vorgeschrieben wurde, dass die männliche Erstgeburt, also der erstgeborene Sohn, vor Gott gebracht wird und dort mit einem Opfer ausgelöst wird. Und als Josef und Maria mit ihrem Baby Jesus in den Tempel kommen, sind da 2 alte Menschen. Sie werden sogar mit Namen genannt hier, Simeon und Hanna. Und diese beiden Alten hatten eine ganz besondere Beziehung zu Gott. Von Simeon wird gesagt, dass der Heilige Geist auf ihm ruhte. Und von Hanna heißt es, dass sie den Tempel gar nicht mehr verließ und Tag und Nacht im Gebet war und fastete. Das drückt bei beiden so eine enge Beziehung zu Gott aus. Und ich denke, wir sind ermutigt und gerade durch dieses Vorbild auch von Simeon und Hanna, Gottes Gegenwart zu suchen und zu ihm zu kommen und Zeit vor ihm auch zu verbringen. Zu beiden hat Gott ganz individuell gesprochen auch. Der Heilige Geist hatte zu Simeon gesagt, dass er den Messias sogar noch sehen wird, bevor er stirbt. Viele Menschen haben damals auf einen Erlöser gewartet. Aber zu Simeon hatte der Geist Gottes gesagt, dass er den Messias sehen wird. Und als Maria und Josef mit ihrem Baby da in den Tempel kamen, da war er auch da, vom Geist Gottes geleitet und geführt. Und er sieht das Kind und nimmt es in den Arm und sagt, mit meinen eigenen Augen habe ich die Rettung gesehen, die du für alle Völker vorbereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchten und dein Volk Israel zu Ehren bringen wird. Ein Licht. In dieser dunklen Jahreszeit haben wir viele Lichter an. Und das Licht weist uns auf Jesus hin, der von sich selber sagt, dass er das Licht dieser Welt ist. So dürfen wir uns in die Gegenwart Gottes immer wieder neu begeben, uns in das Licht stellen. Danke, Jesus, dass du das Licht dieser Welt geworden bist und dass wir uns in dein Licht stellen dürfen. Dass du uns begegnen willst, wie du Simeon und Hanna nahe warst, so willst du auch uns nahe sein durch deinen Heiligen Geist. Was auch ganz spannend ist, dass der Simeon schon in der Prophetie gesehen hat, was mit Jesus einmal passieren wird. Nämlich, dass er leiden wird und sterben wird. Also er hat das Kreuz schon über dem Stall gesehen, über der Geburt Jesu. Und so hängen Weihnachten und Ostern unmittelbar miteinander zusammen.
schon als Kind geboren zu Bethlehem im Stall. Hat alle Welt das Heil erkund, geheilt auch meinen Fall. Hat alle Welt das Heil erkund, geheilt auch meinen Fall. Engelkunde hat bedacht die Hirten auf dem Feld. Was den Hirten zugebracht, war auch für mich bestellt. Und was den Hirten zugebracht, war auch für mich bestellt. Auch recht fassen kann, macht kindlich meinen Sinn und bringe mich von dunkler Bahn zu deinem Lichte hin. Und bringe mich von dunkler Bahn zu meinem Licht. Da wir vorhin schon davon gehört haben, dass ja wir nicht nur Weihnachten feiern, sondern uns eigentlich auf die Wiederkunft auch Jesu freuen. Und wir hatten es vorhin auch im Gebet, dass Jesus wirklich uns auch frei machen will von vielen Dingen, die uns so gefangen halten. Wollen wir mal das Lied, auch ein sehr altes Lied, aber ein bisschen neu aufgemacht, Jesus ist kommen, singen. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Oh,
ist kommen, der starke Erlöser. Brich dem gewappneten Starken ins Haus. Sprenget des Feindes befestigte Schlösser. Für die Gefangenen siegend heraus. Fühlst du den stärkeren Satan, du Böser? Jesus ist kommen, der starke Erlöser. Jesus ist kommen, der starke Erlöser. Und es ist Kraft in Kreuz Jesu. Und es ist Kraft in seinem Blut. Es springen die Bande, es springen die Bande. Wenn sein Name erklingt, wenn sein Name erklingt. Wenn der Name klingt. Jesus ist kommen, ein Opfer für Sünden. Sünden der ganzen Welt träge das Lamm. Sünden die ewige Erlösung zu finden, stirbt es aus Liebe am blutigen Stamm. Abgrund der Liebe, wer kann dich ergründen? Jesus ist kommen, ein Opfer für Sünden. Jesus ist kommen, ein Opfer für Sünden. Jesus ist kommen, die Quelle der Gnade. Komme, wen dürstet, und trinke, wer will. Holet für euren so giftigen Schaden Gnade aus dieser unendlichen Fülle. Hier kann das Herz sich laben und baden. Jesus ist kommen, die Quelle der Gnade. Jesus ist kommen, die Quelle der Gnade. Jesus ist kommen, sagt's aller Weltenden. Eile, doch eile zum Gnadenpanier. Schwöret die Treue mit Herzen und Händen. Sprechet, wir leben und sterben mit dir. Amen, o Jesu, du wirst uns vollenden. Jesus ist kommen, sagt alle Weltenden. Jesus ist kommen, sagt alle Weltenden. Und es ist Kraft im Kreuz Jesu. Und es ist Kraft in seinem Blut. Es springen die Bande, wenn sein Name erklingt, wenn sein Name erklingt, wenn sein Name erklingt, wenn sein Name erklingt. Das ist Kraft, heute Jesu, das ist Kraft in seinem Blut. Es springen die Bande, es springen die Bande. Ich schaue gerade rüber zum Immanuel. Wir sind schon beim letzten Lied. Mir sind ein paar besondere Sachen aufgefallen. Das eine ist, dass die Krippe hier wirklich unterm Kreuz steht. Weiß nicht, Joel, ob du das vorhin schon mal drin hattest. Wir können es ja vielleicht noch mal kurz zeigen. Das ist ja genau das, was wir heute öfter gebetet haben, dass Jesus das ja nur der Anfang war und dass es am Kreuz vollendet war. Und es steht hier so zusammen, dieser ganze Weg. Genau. Das Zweite, was mir bewusst geworden ist, an diesem Oh, lasset uns anbeten, an diesem Lied zum Beispiel, dass das, was viele zu Weihnachten machen, wenn die Weisen haben sich auch niedergekniet vor die Krippe, die Hirten haben sich niedergekniet und haben das Jesuskind angebetet. Und das ist auch eine Motivation, ich glaube, du kannst wieder zu mir machen, warum wir das jede Woche hier tun, warum wir das im Gebetsraum tun, warum wir diesen Gebetsraum haben, um Gott diese Ehre zu geben, die die Menschen auch dort überkommen ist, die in diesem Stall in diesem Moment waren, die Jesus erblickt haben sozusagen und die gesagt haben, wow, die es erfasst haben, was da passiert ist.
Genau. Wenn du in dieser Zeit mal in Dresden wohnst zum Beispiel und mal rauskommen willst, kannst du gerne in unseren Gebetsraum gehen. Da kannst du auch ganz alleine für dich sein. Und vielleicht hilft dir das, einmal aus deinen vier Wänden rauszukommen und in den Gebetsraum zu gehen, wo viele beten. Und da Zeit mit Jesus zu überbringen in dieser Weihnachtszeit. Genau. Genau. Sollen wir das nochmal singen? Lasset uns anbeten. Und genau, wir singen das. Lasset uns anbeten. Thank you.
danke, dass ihr mit uns gefeiert habt, dass ihr mit uns Weihnachten gefeiert habt. Wir wünschen euch ein gesegnetes Weihnachtsfest. Jesus ist bei dir. Jesus ist für dich auf diese Welt gekommen. Ich mache noch ein Abschlussgebet und dann sage ich noch zwei Worte. Danke, Jesus, dass wir am Weihnachten deine Geburt feiern können. Danke, dass du in unser Herzen kommen möchtest. Danke, dass du in den Wohnzimmern bist, da wo dies Jahr mehr zu Hause passiert. Danke, dass du da bist in den Wohnungen. Und danke, dass wir uns an dir freuen können. Und ich rufe diese Freude aus in alle Haushalte, die zuschauen. Danke, dass wir uns an dir freuen können. Mach dich breit mit deiner Freude in unserem Leben. Amen. Genau, wo wir schon beim Feiern sind, gleich schon mal eine kleine Vorausschau. Wir wollen weiter feiern mit euch. Die nächste Feier, die dann ansteht, also jetzt dürft ihr erstmal alleine Weihnachten feiern. Das kriegt ihr alleine hin, da braucht ihr uns nicht dazu. Und das nächste Feier, die wir machen, ist am 31. Dezember. Das ist Silvester. Da werden wir mit unseren Kids einen Familienkinderlobpreis ausstrahlen. 18 Uhr wird die Premiere sein von diesem Familienlobpreis. Ihr könnt euch das schon mal fest einschreiben. Das ist ja immer so die Frage, was macht man den ganzen langen Silvesterabend? Und ein guter Start ist 18 Uhr mit euren Kindern vor YouTube, vor der Premiere zu sein. Dazwischen gibt es nochmal einen Dienstag, das ist der 28.12. Da seid ihr auch herzlich eingeladen, in den Stream reinzuschauen, wie immer jeden Dienstag. Emanuel, vielen, vielen Dank für deine Liedauswahl. Vielen, vielen Dank für alles, was du hier eingebracht hast. Es war definitiv der Abend mit den meisten Akkorden. Ich glaube, so viele Töne habe ich noch nie gespielt. Und vielen, vielen Dank. Gut, dass du familiär verbunden bist und wir dich ja dann wieder mal sehen können. Ja, hat mir Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Genau. Habe ich noch was vergessen? Bitte? Ah ja, genau. Genau. Das hatte ich schon, wie ich das diesmal anders sage. Und zwar, wenn du noch ein Weihnachtsgeschenk suchst, dann kannst du uns gerne was überweisen. Vielleicht als andere Art und Weise des Weihnachten. Nee, aber im Ernst, wenn Gott dir das aufs Herz legt, uns zu unterstützen für die Arbeit, die wir hier machen, Menschen freizusetzen, die im Gebetsraum beten für dieses Land, Musiker freizusetzen, die neue Lieder schreiben und das Lobpreishaus hier mit Räumen, mit den ganzen Mieten, die wir bezahlen und den ganzen Nebenkosten. Dann herzliche Einladung, da mal Gott nachzufragen und uns zu unterstützen. Alle Informationen findest du auf der Homepage lobpreishaus.org. Genau. Dann bleibt mir euch eine wunderschöne Weihnachten zu wünschen. Gesegnete Weihnachten und bis bald dann am Dienstag nach Weihnachten. Genau. Danke, dass ihr eingeschaltet habt zum Christmas Special. Vergesst nicht, ihr könnt mit dem Hut kommen, mit dem ihr immer rumlauft zu Jesus. Ihr könnt zu Jesus kommen, so wie ihr seid. Jeder ist willkommen. Genau. Schöne Weihnachten. Tschüss.